So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Recipe and Item Shops Tale. Ja, wir wollen die Sachen in unserer Tasche ausrüsten. Wir sind nämlich wieder im Obsidian-Turm. Consumables ist eine Harvest Effect. Ja, gut, ist egal, wir haben eh noch keine. Wir werden weiter mit Kaio uns hier durchprügeln. Aua. Und mir fällt jetzt eine Sache ein. Ich denke, ich werde in dieser Folge noch was anderes machen. Ja, Stein brauchen wir im Moment. Das sieht echt aus wie, wie das Ding, in dem man quasi das... Also dieses erste Dungeon, wo man einfach das Spiel so gelernt hat, das macht. Der ist gut. Aber nur dieser eine. Oh, der ist auch gut. Oder auch nicht. Der war es recht nicht gut. Ein Feuerball weghauen, das klappt nur in The Legend of Zelda. Uah. Das sind die Gegner, die ich am Obsidian-Turm hasse. Hilft das? Ja, es hilft. Ein Stachelarmband, na toll. Das ist doch mal sowas von 2009. Egal. Ich könnte auch mal den Warp benutzen, aber egal. Ich glaube, ich spreng die weg. Eine Geisterträne, geil. Die brauchen wir ja auch. Wo ist der nächste? Ah, hier. Schon klar. Die Geister sind nicht ätzend, aber was will man gegen die machen, außer draufhauen? Nochmal Schleim. Walnussbrot. Au. Das ist doch nicht wahr. Egal, weiter. Nicht schon wieder so einer. Ich schaff's natürlich. Boah. Was für eine Hitbox haben die Dinger? So. Nein, doch kein Teleport. Ich will... Ach. Ich wollte doch aufheben, was da fallen gelassen wurde. Zahnstocher auch. So. Das können wir nämlich gerade brauchen. Jetzt zurück zu euch. Hab's doch nicht immer so eilig hier. Einfach auf die Schatten achten. Dann ist es ganz einfach. Wobei nicht immer. So. Ach, oh, Süßigkeit. Candy müssen wir immer mitnehmen. Ich meine, wenn ihr irgendwo in einem finsteren Dungeon Süßigkeiten auf dem Boden finden würdet. Ach nee, Adventures in a Half-Blind, das ist echt ätzend. Speziell mit solchen Gegnern hier. Also nicht diesen, aber ein paar bestimmten. Stirb! Hör auf abzuwehren! Geht doch. Boah. Dreht sich natürlich genau in dem Moment um. Egal. Immer schön feste draufhauen auf die Gegner. Dann läuft das ja schon wie geschmiert. Boah, hör auf wegzuhüpfen. Schwache Gegner, an denen ich mein Mana auffüllen kann. Wenn sie mich nicht gerade verprügeln. Ach, scheiß drauf. Die Mana-Menge reicht bis zum Level-Up-Locker aus. Oh, du lebst noch? Jetzt nicht mehr. Natürlich. Irgendwann ist ja immer. Was kommt denn noch?
Den hatte ich komplett übersehen gerade. Natürlich, ich komme nicht schnell genug weg. Das ist auch so ein Problem an Kaio. Er ist verdammt unbeweglich im Verhältnis zu anderen Charakteren. Also ich glaube, der und Louis sind die einzigen beiden, die nicht dashen können. Ah, wir haben wieder Hell. Walnussbrot, je. Da kam ich nicht mehr. So. Level up, es geht weiter. Ich will gehen hier an den Zünder. Den hätte ich fast übersehen hier. Grau in Grau, Camouflage. Apfel plus 4. Kann man verkaufen. Macht echt 7 Schaden mit. Das ist nicht, ne, das ist nicht nett für uns. Ich meine, klar, wir kriegen noch mal weniger Schaden, weil das Magie ist, aber... Nett ist anders. Dann bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, was hier nochmal als Boss kam. Ja, komm nämlich mit. Warte mal hier. Ein Kätzchen. Boah, stimmt. Geisterträne, perfekt, die dritte, die wir brauchten. Und noch mehr Schleim. Und wir haben wieder einen gefrorenen Boden, das ist ja ideal. Slow-mo. Ach komm, benutzen wir mal. Ach, jetzt sind wir hier gelandet. Ja, in einem Bereich der Karte, den wir schon aufgedeckt hatten. Ich frage mich, was der Warp bei einem Bosskampf bringt. Muss ich mal nächstes Mal ausprobieren. Geht doch. Ich würde gerade sagen, gib mir deine Zahnstocher. Und du. Gib mir Schleim. Oder auch nicht. Aber du. Bleib stehen. Ich muss aufladen, bis ich schießen kann. Bleib stehen. So. So will ich's doch. Perfekt. Warum kann es nicht immer so laufen? Manchmal muss man einfach nur schnell genug sein. Zerbrochene Siegel kriegen wir hier ohne Ende. War ja klar, wir stehen. Oh, noch eine Geisterträne. Ein paar mehr können nicht schaden. Slime. Jetzt gucke ich mal kurz, was habe ich denn eigentlich so an Kram? Walnussbrot plus 1, Candy. Der Powerful Antivenom kann immer noch weg. Orange ist immer noch besser als nichts. Da muss doch einen Ausgang geben. Puh, ich weiß gar nicht, wie laut das eigentlich für euch ist, aber für mich ist es schon heftig, wenn die ganze Zeit dieses Klön kommt. News. Defense Power Double for Everyone. Ja, toll. So. Ach ja, die Kirschen. Egal. Wir können auch mal Sachen liegen lassen, speziell Lebensmittel. Wir haben eigentlich genug, falls wir uns mal heilen müssen. Wir brauchen inzwischen so lange, um die umzuhauen. Okay, wir müssen irgendwas wegschmeißen.
Oder wir essen einfach ein Walnussbrot. Die halten so viel aus, das ist ätzend. Ich will ja doch noch mein Level abkriegen. Es reicht nicht, verdammt. So. Jetzt aber. Ich bin echt eng mit meinem Mana. Stirb endlich. So. Boah, diese verdoppelte Defensive für alle ist nervig. Ich will, dass alle wieder wenig aushalten. Ich halte doch auch nicht viel aus sonst. Ich komme trotzdem klar. Ach. Du da. Okay, wenn du gegen die Wand laufen willst. Ich halte dich nicht auf und hau dir in den Rücken. Ist nicht nett, aber so funktioniert es halt manchmal. Ich wollte doch den hier treffen. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Komm, was habe ich hier? Stahlschwerter sind eh jetzt... So ein Stahlschwert ist jetzt nicht besonders teuer. Das auch nicht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Du. So geht das. Wie gesagt, manchmal muss man einfach nur schnell genug sein. Jetzt möchte ich nur möglichst schnell den Ausgang finden. Hör auf abzublocken. Dann ebenso. War hier. Boah. Stirb, blöder Schleim. Das ist doch nicht wahr hier. Ich werde von Schleim verprügelt, weil ich so eine hohe Defensive habe. Die Hitbox von diesen Dingen ist ja riesig. Wie mein... nein, das lasse ich. Items. Spiked Armband ist Schrott. So. So, wo geht's hier raus? Bitte. Hier schon mal nicht. Da war ich nicht schnell genug. Sagen vor allem lebt der Arsch noch. Zwei. So. Jetzt aber. Wisst ihr was? Wop. Hier unten, okay. Dann gehen wir nach oben weiter. Lassen wir die jetzt einfach mal stehen. Ich möchte jetzt nicht unnötig weiter Mana verbrauchen. Wir kennen ja diesen Gang ja auch schon. Der rennt das aber schnell. Dafür kriegt er was. Das war auch eine Schnauze. Immerhin ist er tot. Perfekt. Wie, die leben noch? Was zum? Wie ich das mache, habt ihr zu verrücken verstanden? Boah.
mitnehmen. Dafür esse ich meine Orangen. Weil das können wir, glaube ich, sogar verarbeiten zum Teil. Auch wenn es eigentlich Essen ist. Aber das gleiche gilt ja schon für den Honig, also... Gehen einem aber auch manchmal auf die Nerven hier. Ich hätte eigentlich auch einfach mal den hier machen können. So. Da kann Gandalf einpacken. So. Ja, komm, vielleicht habe ich Glück. Was? Natürlich, bei einem Roper. Noch eine Geisterträne, die droppen hier also die seltenen Sachen gerade ziemlich häufig. Und da schmeiße ich mal den Speer für weg. Und ich muss noch was wegschmeißen, weil hier ist ja eine Kiste. Ah. Warum esse ich diese... Dieses Candy mal. So. Kennst du? So, beide hinüber. Aber Mana-Haushalt im Keller. Entsprechend muss ich ab und an auch mal Ritter verprügeln. Los, Geist, du bist doch noch hier. Zeig dich. Oder bist du zu feige? Genau, geht doch. Ja, Siegel brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir haben so viel Kram. Stirb endlich, du verdammter Schleim. Ich muss Mana sparen. Beim Level-Up kriege ich hier vermutlich doch nicht mehr zusammen. Ja gut, wobei knapp. Es könnte knapp werden, aber es ist möglich. Da haben die Schatten jetzt nicht so geholfen. Habe ich genug Schleim eigentlich? Müsste reichen. Wo ist denn der Gang zum Boss endlich? Natürlich noch mehr Schleim. Und von unten noch eine Eilbett. Ich liebe es nicht. Ja, ich kritte und du weichst aus. Boah. Bleib da, wo ich euch treffe. Stirb, du Schleim. Verdammte Defensive hier. Hauen die von mir ab zum Teil? Das ist nicht wahr. Man bringt Stein so gut wie keine Erfahrung. So, geht doch. Das ist natürlich gleich irgendwo... Knapp in der Hitbox. Komm, ich fahre mir auf jeden Fall noch den Level ab zusammen. Aber es kann doch nicht sein, dass der Raum, in den ich muss, der letzte ist, in den ich gucke. Oh, den muss ich mitnehmen. Die Kristalle sind immer gut. Ich müsste auch die Menge... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, ich glaube, 3 hatten wir, dann müssen wir die 7 mitnehmen. Schmeiß ich ihn dafür weg. Ich esse ein Walnussbrot.
Ist das eine Falle? Ja. Reicht nicht für ein Level-Up, aber es gibt noch ein paar Gegner in der Nähe und einen Raum, den ich noch nicht angeguckt habe. Das gucke ich mir auf jeden Fall noch an in der Folge. Geh drauf. Level up. Und ich kann nicht mehr tragen, aber ich kann was wegwerfen. Komm, Zahnstocher. Die fallen wie Sand am Meer hier. Und dafür kriegen wir mal einen Silverhelm. Silverhelm ist nicht schlecht vom Wert. Aber ich würde sagen, bevor ich mich dann zum Bosskampf begebe, mache ich hier wieder einen Schnitt. Und ihr könnt in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn es wieder ist. Let's Play Reset hier in Item Shop's Tale. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik und vielleicht ein Däumchen da. Also dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!